Herzlich willkommen zur neuen Serie The Practice bei Matrix. Wir haben uns auch auf Deutsch jetzt was Neues für euch überlegt. Wir machen eine neue Serie. Wir werden euch mitnehmen an Gewässer, wo Wettkämpfe sind, wo wir Wettkämpfe selber auch veranstalten. Und den drehe ich mal eben raus. Ja? Das ist ein Dicker. Das ist echt ein Dicker. Boah. Ich sprich doch einfach weiter. Ach so. Ja, herzlich willkommen zur neuen Serie bei Matrix The Practice. Das, was die Engländer schon lange auf der englischen Seite machen, werden wir ab jetzt auch auf der deutschen Seite machen. Wir werden euch mit an Gewässer nehmen, wo Wettkämpfe veranstaltet werden und werden euch da zeigen, wie gehen wir taktisch vor, wie trainieren wir, wie probieren wir Montagen aus und welche Montagen probieren wir aus. Das alles werde ich euch heute im ersten Teil The Practice zeigen. Viel Spaß! Ja, kommen wir jetzt mal eben kurz zum Futter. Futter sollte immer den Bedingungen angepasst sein. Was wollen wir ja heute machen, ist ganz einfach. Wir haben einen Kanal, der ist ungefähr 65 bis 70 Meter breit. Fischbestand sind viele Skimmers, Güstern und auch vereinzelt mal ein dicker Brassen. Warum sind wir hier? Ist ganz einfach. Ich bereite mich aktuell auf die Weltmeisterschaft in Italien vor und suche natürlich Gewässer, die dem zu beangelnden Gewässer in Italien nahe kommen. Hier in Holland an der Amstel haben wir mit so einem Wasser natürlich ideale Bedingungen, um Dinge zu probieren. Was probieren wir heute? Ist auch ganz einfach. Wir probieren verschiedene Montagen aus. Wir werden verschiedene Spitzen, verschiedene Vorfachlängen, verschiedene Schlagschnüre fischen. Aus dem einfachen Grund, weil wir wissen wollen, wo haben wir die beste Bissausbeute, welche Haken benutzen wir. Das sind alles Dinge, die man im Vorfeld schon mal an ähnlichen Gewässern rausfinden kann. Ja, beginnen wir mit dem Futter. Auch hier müssen wir uns natürlich den Gegebenheiten anpassen. Wir wollen Skimmers und Brassen fangen. Das heißt, da ist natürlich im Frühjahr oder auch im Sommer der Active Mix meine erste Wahl. Ja, und da zeige ich euch mal ganz kurz, wie ich das mache. Einfach auch wieder Tüte auf. Rein. Warum den Active Mix? Ist auch ganz einfach. Wir haben hier ein leicht aktives Futter, was Skimmers und Brassen gleichermaßen mögen. Hinzu kommt, dass wir ein paar rote und ein paar gelbe Partikel mit drin haben, die gerade Skimmers sehr, sehr gerne mögen. Ein bisschen Hanf mit dabei. Und da wir hier in dem Kanal aber ein kleines bisschen Strömung haben und ich möchte nicht, dass das ganze Futter eine ganze Spur bringt, sondern wir wollen die kompakt fangen, werden wir noch ein halbes Kilo Heavy Bream dabei machen. Ganz neutral. Das reicht. Ich mache das mal ein bisschen größer. So, das kippen wir noch mit dabei. Von der Farbe her lassen wir das auch erstmal hell, weil ich mir somit erhoffe, dass wir ein paar größere Fische vielleicht zum Schluss auf den Platz bekommen. Ja, ohne hinzu, altbewährt, immer gut, zwei Kappen Lebkuchen. Funktioniert auch in Holland oder auch an anderen Gewässern hervorragend. So, das noch mit dabei. Nicht zu viel, sonst halten wir das Futter ganz neutral, machen nichts rein. Jetzt rühren wir die Schose einmal um. So,
Jetzt packen wir noch ein bisschen Wasser dabei und dann geht's los. Das ist eine richtige Platte. Oder ein gehakter, aber glaube ich nicht. Ja, leck mir Fanny, du. Ich habe hier gerade einen Bresen gefangen, das ist unglaublich. Also, oh. Ich habe schon beim Drillen gemerkt, dass er ziemlich groß ist. Aber, boah, ist das ein Teil, immer. Toll. Guckt euch das Gerät an, ey. Das macht Spaß. Das ist Angeln. Auch wieder taktisch ganz toll. Ein paar geschnittene Würmer, ein paar Castline-Futter mit dem großen Bellfeeder in 40 Gramm. Tolle Sache, ganz toller Fisch. Der nächste tolle Fisch, auch wieder auf zwei kleine Mistwürmer und eine Caster davor. Bellfeeder in 40 Gramm, auch wieder ein paar Würmchen, ein paar Caster, nicht zu viel. Funktioniert sehr gut heute. Ja, jetzt wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, mit wie viel Ködern ich den Bellfeeder bestücke. Ich habe hier wirklich so eine Handvoll Würmer. Das werden wahrscheinlich klein geschnitten drei normale Würmer sein. Die packe ich dann mit in das Futter rein. Und dann kommt noch mal so eine Portion Caster dabei. Ich habe das bewusst gemacht, direkt ein paar tote Maden mit in die Casterdosen mit rein. So habe ich keine Probleme, so habe ich einen tollen Mix aus ein paar Castern, ein paar Maden, ein paar Toten und Würmern. So, und das Ganze nehme ich dann einfach mal meinen Bellfeeder, erst ein kleines bisschen Futter rein, dann die Köder und dann haben wir direkt wunderschön den Korb voll. So, wenn man jetzt noch an den Sachen nicht hängen bleibt, dann kann man auch sofort einschmeißen und dann gucken wir mal, ob wir den nächsten Lump verhaften können. Thank you.
Auf den Futterplatz, ab! Ah, Pisse! Oh, darf ich nicht sagen, Entschuldigung. Wie kann das denn? Ja, ich möchte jetzt ein klein wenig näher auf die Taktik eingehen, die ich heute versuchen werde zu verfolgen. Natürlich kann ich halt während des Angels natürlich alles verändern, deswegen erstmal einen Plan machen vorneweg und dann gucken, wie die Fische reagieren. Als erstes habe ich mir erstmal das Gewässer angeguckt von der Bodenstruktur und habe eigentlich zwei sehr markante Stellen gefunden, die für uns in Frage kommen würden für das Angeln heute. Das eine ist der tiefste Punkt vom Kanal, den habe ich hier gelotet bei ungefähr 35 Metern. Da haben wir wirklich 8,5 Sekunden mit 20 Gramm. Da habe ich auch einen sehr guten Boden. Da möchte ich einen Futterplatz machen, in der Hoffnung, dass da wirklich in der tiefen Region sich die dicken Fische einstellen. Und dann habe ich noch einen Platz gelotet, 4 Sekunden flacher. Das heißt wirklich in der Tiefe von 4 Sekunden, das würden ungefähr 1,5-2 Meter sein. Sehr flache Zone, da versuche ich dann Skimmers zu fangen. Von der Futtertaktik auch das gleiche, werde ich ein klein bisschen anders verfahren. Auf der langen Bahn werde ich mit dem Bellfeeder Caster und geschnittene Würmer füttern, sehr passiv. Und da haben wir direkt wieder einen. Also auf der langen Bahn werde ich sehr passiv füttern mit dem Bellfeeder. Würmer schneiden und auch Caster füttern und die sehr passiv am Grund anbieten. Auf der kurzen Bahn, da möchte ich versuchen, als erstes, wenn das Angeln beginnt, Skimmers zu fangen. Und man sieht das auch hier, das ist schon etwas größerer Skimmer, aber die Taktik funktioniert. Ja, auf jeden Fall möchte ich vorne diese Fische fangen und die werde ich versuchen mit Caster und Maden ausschließlich zu befüttern. Und wie ich schon gesagt habe, die lange Bahn für die richtig dicken Fische nur mit Wurm und Caster. So möchte ich das ein bisschen unterschiedlich machen. Ich werde auch die kurze Bahn mit einem offenen Korb füttern und die lange Bahn mit einem zu und Bellfeeder, damit wir da auch wirklich in dem einen Aktivität haben, dass wir die kleinen Fische anlocken, dass sie immer wieder sich bewegen müssen, immer wieder kleine Partikel auffressen im Mittelwasser, dass ich sie so zugrund ziehen kann und draußen wird wirklich nur passiv schwer das Futter hingelegt mit großen und schweren Ködern. Ja, und dann gucken wir mal, ob es so weitergeht wie jetzt. Ja, wie gesagt, wir sind gerade mitten im Angeln
Ich habe jetzt mehrmals zwischen der weiten und der kurzen Bahn geswitcht. Wir konnten einen richtig dicken Monsterbrass draußen fangen und ein paar andere schöne Brassen noch. Und die kleine Spur, die kurze Spur, die läuft jetzt ziemlich gut. Wir fangen ganz tolle Fische hier auf 2 Maden. Könnt ihr jetzt auch wieder sehen. Gute Brassen so zwischen 800 und 1 Kilo. In England nennt man sowas noch Skimmer. Aber wie auch im Vorfeld schon gedacht, meine Taktik. Ihr seht, die kleineren Fische fangen wir wirklich vorne. Und die dickeren auf der hinteren Spur. Ich beangle jetzt seit einer halben Stunde die kurze Spur. Fütter aber alle 10 Minuten, Viertelstunde immer mal wieder einen Korb einfach auf die lange Bahn. Lass den ein bisschen auflösen, zieh den raus, leg den wieder die Rute weg. So dass da hinten immer wieder Futter hinkommt, aber mehr Ruhe drin ist. Und vorne versuche ich dann jetzt wirklich die kleinen Skimmers gezielt zu beangeln. Als Hakenköder habe ich schon gesagt, 2 Maden funktioniert sehr gut. Haken ist ein 16er Superpol am 12er Vorfach auf unseren fertigen Rollen. Und auf der langen Bahn verwende ich einen 12er Superpol mit 14er Vorfach und 1 bis 2 Mistwürmer und eine Caster davor. Auch hier zu sehen, auf der kurzen Bahn angle ich mit dem offenen Korb, um wirklich auch die kleineren Fische anzulocken. Und wie ich auch vorhin beschrieben habe oder erklärt habe, auf der langen Bahn angeln wir mit dem Bellfeeder. Ja, ist natürlich brutal am Regnen heute, aber davon lassen wir uns nicht beirren. Die kurze Bahn läuft jetzt richtig gut. Ich habe eine Änderung vorgenommen. Ich bin von einem kleinen Korb auf einen etwas größeren genommen, um noch mehr Futter, noch mehr Verwirbelung unten zu erzeugen. Funktioniert gut in Verbindung mit 2 Maden am Haken. Einfach 2 lebende Haken eingehangen, nur frei hängen lassen, gar nicht irgendwie aufgezogen oder einen Haken verstecken, einfach frei. Und dann habe ich einen 30 Gramm etwas schwerer, dass er ein bisschen schneller zugrund geht. Ein 30 Gramm Open-End-Korb, eine Nummer größer. Da packe ich auch nur ein paar Caster rein und dafür aber 4 Futter. Und was ich auch noch dabei getan habe, vielleicht kann man das hier schon sehen, ihr seht es vielleicht, was super funktioniert, sind die Fluorpartikel. Seitdem ich die rein tue, bin ich der Meinung, es funktioniert ein bisschen besser. Die Fische fressen bzw. die Bisse kommen besser. Und ich habe jetzt auch schon 2-mal in das Maul reingeguckt und jedes Mal kotzen die roten Partikel aus, was auf jeden Fall einen Vorteil bringt, ne?
Ja, es läuft jetzt wirklich richtig gut. Also wir können wirklich fast jeden Einwurf einen Fisch fangen. Ich habe jetzt mittlerweile aber auch die kurze Bahn aufgegeben, weil vorne haben wir wirklich kleine Fische fangen können, aber draußen, die Fische sind einfach zu schön, um die da zu lassen. Wir haben in der Regel so ein Kilo bis, ja, 800 Gramm bis 1,2 Kilo in der Regel, sage ich mal. Tolle Fische, richtig schöne Bisse, ja, ganz tolle Fische, also das macht richtig Laune. Ich möchte euch jetzt noch mal kurz erklären, welche Montagen ich fische, auf welche Fische, damit das auch mal ein bisschen besser zu verstehen ist, warum wir welche Montagen angeln, weil wir oft gefragt werden, dass wir doch bitte die Montagen näher erörtern können. Das machen wir jetzt mal. Ja, und dann schaut mir mal eben kurz über die Schulter und dann erkläre ich euch alles. So, kommen wir jetzt zur Montage, die ich auf die Brassen heute verwendet habe. Vom Prinzip mein altbekanntes System mit dem Seitenarm, den ich schon mal erklärt habe. Das ist einfach nur ein 10 cm langer Seitenarm mit einer Glasperle als Durchlauf mit einem Gummistopper gestoppt und dann ca. 30 cm eine 23er Mono. Und am Ende knüpfe ich dann so einen kleinen Wirbel von uns an, damit sich das Vorfach nicht so verdrallt. Ja, und da werden dann noch ungefähr 50 cm Vorfach angeknüpft. Das heißt, ich angel im Moment mit einem 80 cm langen Vorfach. Zwei Maden oder ein kleines Mistwürmchen ist heute wirklich perfekt. Ja, Bellfeeder draußen hat super funktioniert. Ja, jetzt erkläre ich euch noch die Montage für vorne für die Kleinen. Ja, jetzt möchte ich euch die Montage für den Kleinfisch ein bisschen näher bringen. Die ist auch relativ und sehr simpel nachzubauen und wirklich sehr zu empfehlen, gerade auf kleine Fische. Warum? Weil ich hier einen direkteren Kontakt zum Futterkorb habe. Das ist bei schnellen Bissen sehr, sehr wichtig, damit man auch wirklich, damit sich der Fisch eigentlich vom Prinzip, obwohl man mit Durchlaufmontage angelt, schon ein bisschen selber anschlägt. Und gerade diese schnellen Bisse, die sind halt oft schwer zu bekommen. Und mit so einer Montage eigentlich ziemlich einfach zu befischen. Auf der Schnur, das zeige ich auch mal ganz kurz hier, sind unsere Feeder Snaplings. Die sind neu. In Größe 14 habe ich den jetzt hier. Die sind ideal. Die gehen auch über Stopperknoten drüber. Ja, den habe ich einfach frei auf der Schnur laufen. Der läuft super sauber hier drüber. Braucht man keine Angst haben, dass der irgendwo hängen bleibt, was auch immer sehr wichtig ist, dass, falls man einen Abriss hat, dass der Fisch nicht mit einer Montage im Haken rumschwimmen muss, sondern eventuell nur den Haken im Maul hat und der dann irgendwann rausfällt beim Fressen. Auch hier wieder dann einen von unseren schwarzen und auch neuen Gummistoppern. Das sind jetzt hier die Rubberline Stops in Größe, ich muss da selber auch nochmal nachgucken, in Medium. Ja, den habe ich einfach hier auf die Schnur gezogen, einen Achterknoten in die Schnur reingemacht, den zugezogen, die Enden abgeschnitten und dann einfach den Gummistopper hier vorlaufen lassen. Der kann da auch nicht weg. Das sind harte Gummistopper. Ja, das heißt, der bleibt hier hängen. Dann habe ich hier wieder meine 30 cm und dann auch wieder hier, die wir auch neu im Programm haben, unsere Hooklink Swivel. Die sind sehr klein, das sind Mikroswivel und die haben eine Besonderheit. Die haben einen kleinen Haken, wo ihr die Schnur aushaken könnt, schnell einhaken könnt und dann hier das schwarze Gummi drüber schiebt und dann habt ihr ganz schnell ein neues Vorfach angeknüpft. Auch zu den Haken, die ich heute verwendet habe, möchte ich ein kleines bisschen mehr sagen. Wir haben jetzt, weil die Bisse zwar gut kamen, aber ein bisschen vorsichtig sind wir draußen auf der längeren Bahn mit einem 14er Vorfach, mit einem 14er Vorfach und 14er Superpol ans Werk gegangen. Und vorne angeln wir den Superpol in 16 mit einem 12,5er Vorfach. Bester Köder war wirklich zwei Maden heute. Auch hier wieder 50 cm plus meine 30 bin ich bei 80 cm. Das war heute ideal. Und ja, ich denke, ich habe wieder einiges
für die WM dazugelernt. Auch wirklich die Taktik mit dem offenen Korb vorne und dem zu Korb hinten hat sich wirklich als top herausgestellt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich sonst haben wir alles. Also ich denke, wenn irgendwas Wichtiges ist oder ihr noch Fragen habt, gerne anschreiben oder bei Facebook einfach unter den Kommentaren was drunter schreiben. Wir helfen immer gerne. Ja, jetzt werde ich noch ein paar Fische fangen und dann, ja, mit dem Regen, das ist nichts für mich hier. Aber ich werde jetzt noch ein paar Fische fangen und dann werde ich mich auch auf den Heimweg machen. Das ist ein Muttertier, nennt man das. Aber hier ging sauber im Maul, aber hat sich ein bisschen verdreht beim Drillen. Ja, das sind die Mopeds von heute. Ganz tolle Fische heute gefangen. Unglaublich, hat richtig Spaß gemacht. Ich denke, die Taktik ist aufgegangen. Wir konnten wirklich super Fische fangen. Die weitere Bahn, die war wesentlich besser. Mit den geschnittenen Würmern und den Castern. Ja, das Wichtigste, was wir jetzt machen werden, ist Fische versorgen. Wir werden sie jetzt wieder schön zurücksetzen. Das dürfen wir in Holland. Und da freue ich mich immer drauf. Ja, ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Wir können jetzt eins machen. Die Fische lassen wir alle schwimmen. Da freue ich mich immer tierisch drauf. Hat Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein kleines bisschen Spaß mit mir. Wie gesagt, so ein Training lohnt sich immer, gerade weil hier auch viele Wettkämpfe sind. Ich habe wieder einiges dazugelernt, auch gerade mit der Montage, dass die ein bisschen anders sein müssen für die kleinen Fische und die großen Fische. Das war sehr interessant und auch sehr wichtig für mich heute. Ja, und jetzt, ich will nur noch ins Trockene, in eine Badewanne und ja, dann noch einen schönen Abend zu Hause haben. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.